Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun. Und heute gibt es ein Review und Test zum Motorcycle Finder von Pi. Ja, das Ganze ist ein GPS-Tracker fürs Motorrad. Das heißt, wenn es geklaut wird, weiß ich dann, wo es ist. Ich werde das Ganze auspacken, mir anschauen und in mein Motorrad einbauen. Los geht's. Ich habe das jetzt gleich mit SIM-Karte gekauft. Die haben wir nämlich jetzt hier schon. Eine SIM-Karte von Blau, prepaid mit 10 Euro Startguthaben. Machen wir das Ganze mal auf. Und hier haben wir schon den Tracker selbst. Den lege ich jetzt erstmal beiseite. Schaumstoff. Die Kabelverbindung. Ein USB-Stick, worauf die Anleitung ist. Wo alles super erklärt ist, wie man das Ganze zu nutzen hat. Das zeige ich jetzt nicht. Und klipst ein. SIM-Karte ist schon drin. Gut. Das einfach hier dran geklipst. Zack. Und dann jetzt hat man hier eine Sicherung. 10 Ampere. Die Kabel gehen dann. Schwarz geht an Minus der Batterie. Rot geht an Plus der Batterie. Und orange ist der Zündungsplus. Ja, wie schon erwähnt, macht die Verarbeitung einen sehr guten Eindruck. Das Gehäuse ist sehr robust. Alles schön gemacht. Und wie ihr mich auch kennt, wisst ihr, dass ich das Ganze immer erst auch mal zerlegen muss, um zu sehen, wie die Elektronik so aufgebaut ist. Das macht ihr natürlich nicht. Denn dabei geht es auch um Dinge wie Garantie. Ja. So, und jetzt ist er offen. Hier oben ist wahrscheinlich die GSM-Antenne im Deckel, weil hier diese beiden Kontakte drauf drücken. Dann ist das hier die GPS-Antenne. Hier drunter wird die Feinelektronik sein. So. Und so schaut das Ganze von unten aus. Also hier unten haben wir unseren kleinen Akku. Darunter wird dann wahrscheinlich so Hauptelektronik sein. Das ist unsere SIM-Karte, unser GPS-Modul, unsere USB-Buchse. Hier auch nochmal eine Abschirmung. Also das Ganze ist alles schön abgeschirmt hier mit dem Metall. Und so schaut der Tracker aus. Die Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Also das hier ist mein Moped. Das ist eine MZSM 125. Wie gesagt, ein Leichtkraftrad 125er. Eine Supermoto. Viel mehr jetzt nicht zu meinem Moped. Es geht ja jetzt eigentlich darum, wie wir den ganzen Tracker einbauen werden. Und dafür kommt der hier unter die Sitze. Also der Tracker sitzt jetzt da. An der Batterie sind die Kabel jetzt angeschlossen. Die Sicherung sitzt hier und das Zündungspluskabel geht hier dran. Schließe ich jetzt gleich hier noch an den Anschluss an. Der Tracker sitzt jetzt hier unten drin, hängt am Minus- und am Pluspol dran. Hier oben ist die Sicherung vom Tracker. Hier geht der Zündungsplus über den abmachbaren Adapter an unseren Zündungsplus. Also ich bin hier in der App vom Tracker. Und werde ihn jetzt mal gerade anrufen, dass er mir die Koordinaten sendet. Willkommen. So, jetzt müssen wir kurz warten. Jetzt sollte hier gleich eine Meldung kommen. Zack. Klicken wir das mal an auf Karte.
und wir sehen unsere Position und sie passt einfach 1:1. Also schön, das klappt schon mal. So, jetzt ein kurzes Fazit zu dem Tracker. Es ist echt ein schönes Teil. Ich habe das jetzt gut 3 Monate getestet. Es hat mir immer schöne Meldungen gebracht, wenn sich jemand zum Beispiel aufs Moped gesetzt hat oder es bewegt hat. Und diese ganzen Funktionen haben geklappt. Ich kann es euch echt empfehlen, weil 100 € ist ziemlich günstig im Vergleich, wenn das Moped dann weg ist. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum hier eine MT 125 steht. Ja, meine MZ hat nach genau 3 Monaten den Geist aufgegeben. Motor-Totalschaden. Das Problem ist, für die MZ-SM kriegt man keine Austauschmotoren bei, von der Preis-Leistung her, die vertretbar sind. Und von daher habe ich mir dann jetzt eine neue Maschine geholt, eine MT 125 Yamaha. Das ist das gute Stück. Da werde ich den Tracker dann jetzt auch noch einbauen. Aber so zum Tracker selbst hat das Ding echt perfekt geklappt. Und deswegen wird der dann jetzt hier eingebaut. Der hat jetzt nichts damit zu tun, dass meine MZ einen Motorschaden hat. Es war eine sehr doofe Geschichte, vor allem keine 2 Monate gefahren und schon im Eimer 3 Monate erst gehabt. Naja, ist halt bei Gebrauchtkäufen, das Risiko besteht. Ja, und so viel dazu. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann zeigt es mir bitte mit einem Like. Ich kann euch den Tracker wirklich empfehlen. Schaut mal im Link in der Beschreibung vorbei. Und ja, wenn es euch nicht gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Aber könnt auch gerne mal kommentieren, was euch nicht gefallen hat. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal.